So, damit sind wir endlich die Koschamatzungen los und die ganzen Pilze. Jetzt haben wir eigentlich nur noch einen Schlüssel. Und wir haben eine spackhafte Delikatesse endlich abgefunden. Finde einen anderen Abnehmer. Ich konnte einen anderen Abnehmer für die Koschamatzungen finden. Ja. Er ist der letzte Abnehmer übrigens. Auch wenn das Paket dem Typen in Talon eigentlich gehört hat. Macht er einem wirklich den besten Preis mit 50 Dukaten. Und für das Ganze gab es nochmal 15 Abenteuerpunkte. Also ja, die Punkte hätten wir schneller haben können, wenn wir das Paket gleich in Avestreu abgegeben hätten. Allerdings hätte das weniger Spaß gemacht. Vor allem, weil wir nicht gesehen hätten, wer alles diese Zungen gekauft hätte. Hi, Gerling. Vex zum großen Drachentöter. Es ist immer eine Freude, euch zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Gerling. Gehabt euch wohl. Also ja, wir müssen dann doch in den Thronsaal. Ja, wir könnten aber mal, uns entwaffnen. Mein Atem geht ruhig. Nicht bewaffnet vor den König treten. Halt! Fremden ist der Zutritt zum Thronsaal nicht gestattet. Was ist euer Begehr? Ich erhielt die Aufforderung, mit König Arombolosch zu sprechen. Es geht um den Anschlag auf den Hohepriester Zolgorax. König Arombolosch erwartet euch schon voller Ungeduld. Folgt mir. Wenn er mich erwartet, was fragst du dann überhaupt, was ich hier will? Androsch zum Gruße. Man hat mir schon erzählt, dass wir euch die Gesundung des Hohepriesters Xolgorax verdanken. Wieder und wieder zeigt ihr euch als wahrer Freund der Androschim. Da wird es euch sicher freuen, dass wir in der Zwischenzeit die feige Attentäterin gefunden haben. Sie war auch für viele andere Sabotageakte verantwortlich, die Murolosch heimgesucht haben. Eine Frau hat das alles gemacht. Ja, eine Menschenfrau, die Gauklerkönigin Salina. Brenno, ihr müsst mir glauben, dass ich unschuldig bin. Ich habe nichts Böses getan. Gott, wie panisch sie jetzt guckt. Natürlich glaube ich euch, Salina. Ich bin sicher, das wird sich alles aufklären. Seid doch nicht so sicher, Brenno. Es gibt viele Beweise, die gegen sie sprechen. Zeigt mir die Beweise. Ich werde herausfinden, was wirklich dahinter steckt. Heißt das, dass ihr die Verteidigung dieser Person übernehmen werdet? Ja, bitte befreit mich von diesen furchtbaren Vorwürfen. Ja, ich werde die Verteidigung von Salina übernehmen, auch wenn ich kein Anwalt bin. Nun gut, so soll es sein. Ich werde euch sagen, welcher Verbrechen Salina angeklagt wird. Sie hat Zolgorax vergiftet oder einen wertvollen Gegenstand aus meinen Hallen entwendet. Außerdem gab es vor kurzem eine Erschütterung und wir untersuchen noch, ob es in unseren Tunneln Schäden gibt. Alle Hinweise deuten bislang auf Salina. Ich werde Salinas Unschuld beweisen. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Ja. Beweise Salinas Unschuld. Also erstmal gehe in den Thronsaal. Im Thronsaal habe ich schlechte Neuigkeiten erfahren. Man hat Salina angeklagt. Sie wird beschuldigt, für die Sabotage verantwortlich zu sein. Und nun droht ihr ein schlimmes Schicksal. Ich muss ihr helfen. Ich muss irgendwie Salinas Unschuld beweisen, sonst droht ihr eine Verurteilung wegen Hochverrats. Ich muss Indizien und Beweise sammeln, mit denen ich Salinas Unschuld beweisen kann. Eine Handvoll muss es mindestens sein, aber mehr kann auch nicht schaden. Also reden wir erstmal mit Salina. Salina ist ehrlich verzweifelt und blickt sich um, als würde sie erwarten, aus einem schlimmen Traum zu erwachen. Sie ist anscheinend wirklich unschuldig. Hast du schon Neuigkeiten? Oh, bitte sag mir, dass du meine Unschuld beweisen kannst. Ich komme voran, aber ich habe noch ein paar Fragen an dich. Du darfst mich alles fragen. Kennst du jemanden, der dich vielleicht entlasten könnte? Es gibt eine Gruppe junger Zwerge, vor denen ich einige Male aufgetreten bin. Sie müssten bezeugen können, dass ich für sie gespielt habe, während der Stollen eingestürzt ist. Krimbart ist einer von ihnen. Zuletzt sprach ich mit ihm in der Taverne. Hast du einen Verdacht, wer der wahre Täter sein könnte? Ich will nicht wie ein kratzbürstiges Weib klingen, aber dieser Krämerin Adesia vertraue ich nicht. Irgendetwas kommt mir an ihr nicht ganz geheuer vor. Vielleicht gefiel mir auch ihr Grinsen nicht, als die Wache kam, um mich abzuholen. Das ist fürs Erste alle. Alles fürs Erste. Also, wir können den Zeugen
befragen. Salina berichtete, dass sie zu dem Zeitpunkt, als der Sabotageakt im Stollen durchgeführt wurde, gar nicht an Ort und Stelle gewesen sein konnte. Sie zwirrte zu dieser Stunde ihre Künste einigen jungen Zwergen vor. Ich muss einen dieser Zwerge als Zeugen gewinnen. Sprich mit Krimbart. Ich muss mit dem jungen Zwerg sprechen, für den Salina aufgetreten ist. Sein Name ist Krimbart und zuletzt hat Salina ihn in der Taverne hier in Morolosch gesehen, wo sie sich mit ihm unterhalten hat. Jetzt haben wir übrigens aber auch einen Grund in... da ist ja Xolgorax. In die Gemächer von dieser Altessia einzubrechen. Hat Arum was noch? Ja, kann ich dir bei der Wahrheitssuche helfen? Was kannst du mir in Bezug auf diese Untersuchung sagen? Hast du etwas beobachtet? Ich würde als Zeuge kann ich dir nicht helfen. Ich war leider bei keinem der Ereignisse anwesend. Das hätte ich vielleicht auch... Hätte ich etwas davon verhindern können. Auch habe ich nichts Verdächtiges beobachtet. Ich habe einige Fragen zu Morolosch. Später dann, okay. Hab Dank, dass ihr mir geholfen habt, meine Vergiftung zu heilen. Lugosch hat mir davon berichtet. Das ist Xolgorax. Schön, euch wieder unter den Leben zu sehen, Xolgorax. Kann ich euch irgendwie helfen? König Arombolosch abweisende Haltung kommt nicht nur mir seltsam vor, oder? Bangosch Barte, auch ich, ganz besonders ich, wundere mich über das Verhalten meines Vaters. So kenne ich ihn überhaupt nicht. Ich habe da einen schlimmen Verdacht. Es ist nun schon mehrmals vorgekommen, dass Personen durch gestaltwandelnde Drachlinge ersetzt wurden, die dann den Drachenkultisten in die Hände gespielt haben. Du willst doch nicht etwa andeuten, dass Zwergengezücht mit nur unter den Zwergen ist, ne? Das kann nicht sein. Das würde aber das seltsame Verhalten des Königs erklären. Schiebt diesen Gedanken nicht einfach beiseite, Prinz Arum. Stellt euch nur vor, was Furchtbares passieren kann, falls sich mein Verdacht bestätigt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das bewerkstelligt worden sein soll. Unser König steht unter dem Schutz der Wachen. Unmöglich. Ich will nicht wie ein verwirrter Akorium klingen, der überall Intrigen der Geschuppten wähnt, aber wir müssen jedem Verdacht nachgehen, irgendwie. Der König vertraut mir. Gebt mir einen Augenblick Zeit und ich werde Angrosch darum bitten, mir Kleid zu verschaffen, ob dies immer noch Arombolosch auf den Thron von Morolosch ist. Ich muss euch enttäuschen und kann euch beruhigen. Euer Verdacht lässt sich nicht bestätigen. Der König ist niemals anderes als Arombolosch. Seine unerklärliche Verhaltensänderung muss einen anderen Grund haben. Das beruhigt mich wenig. Irgendwas ist doch mit dem König. Für den Moment können wir nicht mehr tun, als die Augen weiter offen halten. Kann ich euch noch irgendwie helfen? Es geht um die tiefen Höhlen unter Morolosch. Was wisst ihr über sie? Ja, die tiefen Höhlen Morolosch. Ich hörte schon, dass ihr euch für die tiefen Höhlen von Guldur, wie wir sie nennen, interessieren könntet. Diese Gänge weit unter der Stadt sind uralt und auch für uns Angroschim größtenteils unbekannt. Eine bedrückende Dunkelheit liegt auf ihnen wie der Tod. Es gibt die Legende über einen tapferen Zwergenkrieger, der einst in die tiefen Höhlen hinabstieg und dort sein Schicksal fand. Was wisst ihr über die Höhlen selbst? Die Zugänge wurden einst von unseren Ahnen versiegelt. Sie sind ein verfluchter Ort. Vor vielen Jahrtausenden führten unsere Vorfahren dort Krieg gegen das Volk der Grolme, weil diese scheußliche Drachenverehrer waren. Wenigstens noch überliefert aus jener Zeit, aber so erzählt es die Legende. Also, könnt ihr mir etwas über den Zwergenkrieger berichten, der einst in die Höhlen vordrang? Sein Name war Argoram, Sohn des Artosham. Und er war vor vielen Jahrhunderten Streiter der Drachenkräfte, ja, so wie ihr heute. Es heißt, er soll den sagenhaften Flammenhelm getragen haben, als ihn seine Quest in die Höhlen von Guldur führte, wo er auf ewig verschwand. Man erzählte auch, dass er nach der magischen Grolmenstadt Korumbra, der Stadt des Goldes, gesucht habe. Einen Flammenhelm hat dieser Angrum getragen? In der Tat, dies war sein Gewinn aus der Drachenqueste. Der Helm war golden und in einem Muster ähnlich dem Schild, das ihr dort habt. Dem Flammenhelm wurden sagenhaft die Kräfte zugeschrieben, unter anderem, dass er vor Feuer schütze. Ja, Korumba, die Stadt des Goldes, was hat es damit auf sich? Dies sind ganz alte und vage Gerüchte. Angeblich lebten die Grolme in der Stadt voller magotechnische Apparaturen und horteten Gold und sonstige Schätze. Ob es diese Stadt wirklich gegeben hat oder ob sie den hirngespinsten gieriger Schatzsammler springt, vermag ich leider nicht zu sagen. Wie kann man in die Höhlen von Guldur gelangen? Bangrosch, darüber ist kaum etwas bekannt. Das heißt, der Krieger Argoram hätte von magischen Toren und Zugängen berichtet, die die einst versiegelten und verschütteten Höhlen und zur Goldstadt Korumbra führen sollten.
Doch bis heute weiß niemand, was er damit gemeint haben könnte. Ja, das reicht für den Moment. Also, hier erfahren wir leider dann wohl nichts mehr. Prozesswache, normale Wache, der König, die tiefen Höhlen. Ein langer Zugang zu den Höhlen. Die Informationen über die Höhlen unter Morosos sind wirklich spärlich. Am besten ziehe ich mich hier selbst um. Sammle Hinweise. In den Höhlen hier finden sich in Stein gemeißelte Hinweise auf das adamantene Herz. Ich werde die Augen nach weiteren Inschriften offen halten. Mhm. Er ist aber erstmal raus und mit dem Zeugen reden. Und vielleicht mit Gerling. Gerling hat doch immer eine Idee. Grasima. Ihr seid doch auf Wahrheitssuche, um dieser Gauklerin zu helfen, oder? Es mag euch interessieren, dass die Lagerhallen meiner Sippe vor ein paar Stunden von Gruftasseln heimgesucht wurden. Dabei gibt es für die Krabbler kaum Essbares dort. Das war mit Sicherheit ein Anschlag. Ich war gerade beim König, aber der will derzeit keine Krieger schicken, um dem Getier Herr zu werden. Behauptet, die werden alle zur Wache über die Stadt benötigt. Das klingt unerfreulich. Und was soll ich jetzt tun? Nun, wenn ihr die Asseln dort ausmerzt, werdet ihr vielleicht auch Hinweise auf die Identität des Täters finden. Das vermag doch eurer Menschenfrau zu entlasten, oder? Die Gruftasseln sind schon so gut wie tot. Ach, vorzüglich. Ich wusste, dass ihr wahrlich heldenhaft seid. Der Eingang zu den Kammern meiner Sippe befindet sich im zentralen Schacht in der Mitte der Stadt. Ich werde euch dort treffen, wenn ihr bereit für den Kampf seid. Mhm. Die Asselplage. Grasima hat mich um Hilfe gebeten. In ihrem Lager wütet eine unerklärliche Asselplage. Sie hat das Ganze für einen weiteren Sabotageakt und hofft, dass ich vielleicht einen Hinweis auf die Täter finde, damit diesem jemand endlich das Handwerk gelegt werden kann. Grasima wird mich bei ihrem Lager treffen. Sie ist schon vorgegangen, aber hat mir den Standort ihres Lagers auf der Karte angezeichnet. Okay. Ihr untersucht also die Sabotageakte und Diebstähle hier in Murolosch, ja? Ja, Salina ist sicher unschuldig. Es muss eine andere Erklärung geben. Hm. Es wurde hier ein wertvolles Artefakt gestohlen und am Ort des Geschehens fand man Glasscherben, die von dem Jonglier bei eurer Freundin stammen. Ich glaube schon, dass Salina da ihre Finger im Spiel hatte. Es ist nicht alles, wie es scheint. Ihr werdet sehen. Wollt ihr den Thronsaal verlassen? Ja, lasst mich hinaus. Gut. Grasimas Lager. Ja, Krimbart, mit dem müssen wir reden. Man wird die Schuld dieser Gauklerin recht schnell beweisen können. Großlinge wie Sie haben einfach einen Hang zum Verbrecherischen. Wieso denn das? Auf mich wirkte sie freundlich. Sie ist eine Nette. Tja, das ist sie aber nicht immer. Als ich ihr die Nachricht brachte, dass sie nicht mehr auftreten dürfte, da hat sie ganz schön Temperament gezeigt. Temperament? Was hat diese Salina denn getan? Hat sie dich mit Jonglierbällen beworfen? Wie? Nein. Aber sie hat gezetert, gefleht und hat sich so aufgeregt, dass ich sie durchschütteln und schon fester anpacken musste. Wie hast du denn diese große Frau durchgeschüttelt, Agma? Hm? An den Knien? Solchen Langlutlatschen fertig. Arombolosch hat mich nicht umsonst zu seinen Diensten bestellt. Ja. Ich hörte, ihr wollt die Gauklerin Salina verteidigen. Dann will ich gerne versuchen, euch mit meinen Ratschlägen zu helfen. Die Verurteilung eines Menschen durch Zwerge muss ja nicht sein. Bei dem guten Verhältnis unserer Völker. Ja, ich höre. Salina sprach von einer Erklärung, wo sie in der Wirklichkeit war. Hm. Vertragte Sache, wenn sie eigentlich nicht hätte auftreten dürfen. Die älteren Zwerge sind da sehr strikt. Solltet mal die jüngeren Zwerge fragen, ob sie etwas wissen. Danke, das werde ich tun. Hey ho, seid gegrüßt! Alle Welt spricht von euch! Ihr habt doch den Drachen Jafgur bezwungen. Was kann ich für euch tun? Ihr kennt doch Salina, die Gauklerkönigin, und ihr wisst auch, dass sie vor Gericht steht.
Ja, eine ganz schreckliche Sache ist das. Findet ihr nicht auch? Diese arme, lange Frau. Ich hoffe, sie wird freigesprochen. Sie ist nämlich nur wegen mir hier in Morolosch. Ich hatte sie in Ferdok angesprochen und eingeladen, uns mit ihren Künsten zu erfreuen. Salina, glaubt, ihr könnt bezeugen, dass sie den Stolleneinbruch nicht verübt hat. Würdet ihr das tun? Man könnte wohl sagen, dass ihr dafür verantwortlich seid, dass ihr jetzt in diesem Schlamassel steckt. Ihr habt sie schließlich eingeladen. Ich weiß, dass ihr Salina schätzt. Ihr könnt sie nun doch nicht so hängen lassen. Sie vertraut euch. Ihr hättet sie sehen sollen, völlig verängstigt aufgelöst. Sie braucht eure Aussage. Nehmen wir mal das Überreden. Verängstigt, die Arme. Das mag mir gar nicht vorstellen. Ja gut, ich gebe euch meine Aussage. Salina wird es euch danken. Das war sehr mutig von euch. Wir sehen uns dann bei der Gerichtsverhandlung.